Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist Juli. Juhu. Oder nicht Juhu, je nachdem, was man sagt. Das Wetter gerade bei uns, wir haben heute den 1. Juli, ist noch okay. Wir haben jetzt 19 Grad. Aber es ist so richtig schwül und eigentlich schon nicht mehr schön. Aber es ist noch passend. Ist noch in Ordnung. Kann man noch verkraften. Ich habe mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher vorgenommen. Es ist wirklich sehr wenig. Ich sollte wirklich schaffen, die komplette Liste abzuarbeiten. Und wir haben dieses Mal nur eine Leserunde und die zeige ich euch gleich am Anfang. Und zwar lesen wir Knochensplitterpalast, den dritten Band, also der Krieg. Ich freue mich sehr drauf, eine Reihe zu beenden im Juli. Es wird mal wieder Zeit rein zu beenden, dementsprechend super, gefällt mir. Hier haben wir die Knochensplittermagie und wir haben die Protagonistin, die einen Ziehbruder hat und die beiden verstehen sich eigentlich gut, aber irgendwie hat es bei dem auch einen rivalen Kampf mit sich, weil der Vater jemanden auf seine Thronfolge stecken will, der es wirklich alles gut kann. Und vor ein paar Jahren ist die Protagonistin krank gewesen und hat ihre Erinnerungen verloren. Und so langsam kommen die immer wieder nach, nachdem sie ihre alten Tagebücher findet. Und ich mochte sehr. Manches konnte ich nicht, wie soll ich sagen, also mir so gut vorstellen. Ich glaube, das ist am besten, wenn man das so sagt, weil die Knochensplittermagie war schon sehr komplex, aber es hat mir gut gefallen und ich freue mich auf den letzten Band, um ja eine Reihe zu beenden. Eine weitere kleine Releserunde oder ein Buddy Read, die wir machen, so ist Solaris, der vierte Band mit Marie Solon de Livre. Ihren Kanal verlinke ich unten. Ich freue mich sehr darauf, dass wir im Juli jetzt den vierten Band lesen und ich denke, es wird sich im August nicht ausgehen, weil Ende August kommt jetzt der fünfte Band raus, aber ist nicht schlimm, sobald er dann erscheint, werden wir dann auch den fünften hoffentlich gemeinsam lesen. Wenn es vielleicht im Juli nicht wird, dann nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich habe ihn jetzt mal auf die Leseliste gepackt, weil ich mich auch sehr darauf freue, wie es mit der Story weitergeht. Da haben wir das Wasser. Ich fand ja den dritten Band wirklich sehr gut. Ja, nee, warte. Der zweite Band, genau. Der zweite Band hat mich komplett überrascht, habe ich sehr gut gemocht. Und das ist jetzt der vierte Band, müsste es sein, oder? Ja, genau, der vierte Band und der letzte Band, der war so ein bisschen schwächelnder wieder. Ja, ich freue mich sehr auf den vierten Band. Wir haben hier Valla, die eigentlich in einer Bibliothek arbeitet, ein ganz normales Leben hat und dann rausfindet, dass sie die letzte Windläuferin ist, die seit 150 Jahren gab es keine mehr und sie muss dann lernen, mit ihrer Magie umzugehen. Und dann haben wir noch der König, der sehr fordert, dass sie für ihn in den Krieg zieht, und der Prinzfolger, also der Prinz, mit dem verliebt sie sich auch. Und ja, es ist wirklich eigentlich teilweise komplex, teilweise mochte ich es auch sehr. Es hat mich bis jetzt immer gut unterhalten. Ich freue mich trotzdem auf den vierten Band und auch dann auf den fünften, um die Reihe dann auch mal zu beenden. Das ist mal eine Reihe, die etwas länger ist und ja, auch mal gut ist, mal längere Reihen zu beenden. Dann wollte ich zwar was mit Fantasy lesen, aber so ein bisschen humorvolleres Fantasy. Und zwar habe ich mir noch ausgewählt Miss Moons höchstgeheimer Club für ungewöhnliche Hexen. Hier geht es ja um eine Protagonistin, die ist schon in den 30ern, ja genau, Anfang 30, Single. Und nimmt dann zwei kleine Schwestern, also Zwillinge, sind es Zwillinge? Ich weiß es nicht. Zwei Hexen auf, die Kinder sind, um ihnen die Hexenmagie beizubringen. Und eigentlich heißt es ja, dass man nicht mehrere Hexen in einem Haus sich befinden sollen, weil das bringt ein schlechtes Omen. Und hier unten steht auch noch,
findet Mika nicht nur eine herausfordernde Aufgabe, sondern neue Freunde, neue Liebe und vielleicht sogar etwas, das sie bislang nie hatte, eine Familie. Können wir vorstellen, dass die beiden Mädels dann dauerhaft bei dem bleiben und dass es dann so wie eine Patchwork-Familie wird. Ich freue mich sehr drauf, dass es lustig wird. So ein bisschen Rom-Com mit Fantasy, habe ich Bock drauf und ja, wird auf jeden Fall im Juli dann auch mal gelesen. Dann dachte ich mir, komm, ich brauche jetzt vom Mai jetzt noch irgendein Buch, was ich auf jeden Fall mir noch auf die Liste packen will. Und ich habe mich für The Hurricane Wars entschieden. Ich habe das jetzt mal ohne Buchcover gezeigt. So. So, das Cover kennen die meisten, das Buch haben die meisten sich geholt. Ich freue mich sehr drauf. Hier geht es auch so ein bisschen um Schiffe, weil. Ja, die Charakterkarte alleine ist schon sehr schick. Und ich freue mich auch darauf. Da muss ich ein bisschen so einen Klammtext lesen, weil ich mich nicht mehr genau erinnere. Talasin ist ein Findelkind und kannte bisher nur den alles verzehrenden Krieg gegen den Nachtimperium, gegen das Nachtimperium. Nicht als einzige noch lebende Lichtweberin kämpft sie mit ihrer Magie am vordersten Front. Eines Tages kreuzt sich ihre Klinge mit der von Alaric, dem Kronprinzen des Nachtimperiums. Obwohl sie erbitterte Feinde sind, springt ein Funke zwischen ihnen und ihnen über. Und beide schrecken vom letzten tödlichen Schlag zurück. Bald wird klar, dass Talasins Schicksal mit dem von Alaric verworben ist. Nur wenn sie ihre magischen Kräfte vereinen, können sie eine nie dagewesene Bedrohung abwenden. Doch wie kann sie sich mit dem Mann verbünden, der ihr so viel Leid gebracht hat? Ganz gleich, welche unerwarteten Gefühle er auch in ihr auslöst. Ja, das ist ja der erste Band der Reihe. Ich bin gespannt und habe mir gedacht, so, hey, bevor ich jetzt noch, was weiß ich, wie lange auf den zweiten Band warte, könnte ich auch mal ja, den Hype mal mitnehmen und mal lesen, ob es mir gut gefallen wird, so wie es viele sagen oder nicht. Dann habe ich mich für zwei Thriller entschieden. Einmal, wo die Angst beginnt, von Rachel Abbott. Hier geht es um. Nach dem schrecklichen Tod von Marks erster Frau war Evie, die ihn zurück ins Leben brachte. Die beiden sind verliebt, sie haben eine kleine Tochter und leben zusammen in Marks wunderschönem Haus am Meer. Alles wirkt perfekt, doch ist es das wirklich? Plötzlich scheint Evie öftere kleine Unfälle zu haben, hat immer wieder Verletzungen und blaue Flecken. Ist Mark dafür verantwortlich? Evies Freunde beginnen sich Sorgen zu machen. Und eines Nachts wird Sergeant Stephen King zu dem Haus am Meer gerufen und entdeckt im Schlafzimmer zwei Körper in blutgetränkten Laken. Oh Gott, das klingt spannend. Ja, ich habe gedacht, ich habe jetzt schon eine Weile nicht so wirklich Thriller mehr gelesen und habe mir jetzt die zwei auf die Liste gepackt. Dadurch, dass mein Sommersub wirklich so Rom-Com und Liebesromanlastig ist, habe ich mir jetzt gedacht, für die. Ja, das sind auch so Kandidaten, die ich jetzt einmal lesen wollen würde und dann auch aussortieren, um Platz für neue Bücher zu schaffen. Also, das heißt auch bei diesem Buch das Gleiche, wenn ich es gelesen habe, werde ich es fix aussortieren. Das ist das Buch von Tess Gerritsen, Das Schattenhaus. Das ist ein Einzelband. Nach einem tragischen Ereignis flüchtet Kochbuchautorin Ava von Boston auf eine abgelegene Halbinsel an der Küste Maines. Dort mietet sie ein altes herrschaftliches Haus und hofft endlich zur Ruhe zu kommen und Inspiration für ihr neues Buch zu finden. Obwohl das Haus zunächst düster und unheimlich wirkt, übt es doch eine unklärliche Anziehungskraft auf sie aus. Dann beginnt sie plötzlich seltsame Geräusche zu hören und eines Nachts glaubt sie, eine schattenhafte Gestalt hinter den Vorhängen in ihrem Schlafzimmer zu sehen. Von den Dorfbewohnern erfährt sie von dem mysteriösen Verschwinden ihrer Vormieterin. Als Ava beginnt nachzuforschen, kommt sie hinter ein verstörendes Geheimnis, das verzweifelt gewahrt werden soll. Ja, freue ich mich sehr drauf. So, und dann dachte ich mir, ich kann nie genug Fantasy haben irgendwie. Und das Buch habe ich ja vor kurzem gekauft. Wendy Darling von A.C. Wise, Dunkles Nimmerland. Ich wollte unbedingt wissen, will ich die Reihe weiterhaben, weil es erscheinen ja auch bald die Nachfolger davon. Und ja, mal gucken.
Eine düstere Neuinterpretation dessen, was mit Wendy nach Nimmerland geschah. Für diejenigen, die dort leben, war Nimmerland ein Kinderparadies. Keine Regeln, keine Erwachsenen, nur endlose Abenteuer und verwunschene Wälder. All das angeführte von den charismatischen Jungen, die er nie alt werden würde. Wendy Darling allerdings wurde erwachsen. Sie ist verheiratet und hat eine kleine Tochter namens Jane. Eines Nachts nach all diesen vielen Jahren taucht Peter Pan jedoch wieder auf. Wendy findet ihn vor dem Fenster ihrer Tochter auf der Suche nach einer neuen Mutter für seinen verlorenen Jungs. Anstelle von Wendy nimmt er Jane mit. Um ihre Tochter zu retten, folgt sie Peter zurück nach Nimmerland und stellt sich endlich der Dunkelheit im Herzen der Insel. Das klingt echt cool. Ich bin sehr gespannt, wie Neuinterpretation so wird. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall berichten. Als letztes habe ich mir auch noch ein Band drauf getan. Und zwar die Legende des Phönix, der zweite und der letzte Band von Greta Milan. Ja, freue ich mich sehr drauf. Das ist auch die Buchschnittausgabe. Und wir haben hier die Phönixkrieger und die Protagonistin, die jahrelang ganz normal lebt, bevor sie dann einen Angriff miterlebt, wo jemand angegriffen wird. Sie eilt dann zu Hilfe und erfährt dann nach und nach, dass sie eventuell eine Phönixkriegerin ist und wird dann mitgenommen, ja, zu der Akademie, wo die Phönixkrieger ausgebildet werden, um ihren Vater und ihr drumherum zu retten, kommt sie mit. Und ja, das ist alles, was ich so euch jetzt noch vom ersten Band erzählen möchte. Ich bin sehr gespannt. Mir hat der erste Band wirklich sehr gut gefallen. Ob mich der zweite auch so mitnimmt oder nicht, das werden wir dann sehen. Es ist jetzt auch am ersten Band ein größerer Cliffhanger entstanden, der auch sehr Bock gemacht hat, weiterzulesen. Dementsprechend freue ich mich auf den Abschluss der Reihe und ja, eine weitere Reihe, die ich dann abschließen werde im Juli. Ist ja nicht so, dass ich trotzdem eine neue Reihe angefangen habe oder so. Naja. Ja, das war's mit meinen 8 Büchern. Ich habe mir wirklich dieses Mal speziell nur so wenig draufgepackt, weil ich auf jeden Fall möchte, dass ich meinen Sommersub so gut es geht abbaue. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, so, nee, ich muss auf jeden Fall reduzieren, weil die 8 Bücher, die ich mir jetzt vorgenommen habe, schaffe ich auf jeden Fall. Genau, ob jetzt die zweite Leserunde stattfindet oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber selbst wenn nicht, dann sind das 7 Bücher, die ich auf jeden Fall fix lesen kann. Und dann kann ich immer noch 3 oder 4 auf jeden Fall von meinem Sommersub draufpacken. Das wäre halt so mein Ziel. Und vielleicht noch ein Buch noch von meinen 24 für 2024. Da bin ich auch ganz gut dabei. Und ja, freue ich mich auch sehr drauf. Und das war's dann mit dem Video. Welche Bücher habt ihr euch so aufgeschrieben also als Leseliste für Juli? Habt ihr nur Liebesromanbücher? Habt ihr auch Thriller? Oder ja, schreibt mir sehr gerne eure Leseliste in den Kommentaren. Ich würde mich sehr freuen drum. Und ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!